to do my own thing, but I think I follow the trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah, yeah. Seid gegrüßt da draußen und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Zwängermann mit der Prognose für den 33. Spieltag der Bundesliga und auch zum letzten Heimspiel der Saison 2017-2018 im wunderschönen Westfalenstadion. Begrüßen wir den ersten FSV Mainz 05, der jetzt nochmal ordentlich zum Endspurt angesetzt hat für den Klassenerhalt. Er konnte sich am 32. Spieltag mit 3:0 gegen Leipzig zu Hause durchsetzen und ist dadurch auf Platz 14, aber direkt dahinter punktgleich der SC Freiburg und auf Platz 16 ist der VfL Wolfsburg mit 30 Punkten. Das heißt, da ist es nochmal richtig eng. Die werden auf jeden Fall heute hier punkten wollen bei uns. Aber auch der BVB muss punkten. Dann in Bremen haben wir nicht ganz so glücklich gespielt. Können froh sein, dass wir da nicht noch das 2:1 von Bremen kassiert haben. Wir hatten viel Alu-Pech gehabt und auch viel liegen gelassen, deswegen konnten wir da leider nur mit einem 1:1 rausgehen. Hier haben wir auch die Aufstellung. Im Tor natürlich Roman Bürki, Akanji Toprak, Sokrates und Lukas Piszczek. Davor dann der Julian Weigel. Und davor dann Jadon Sancho, Reus, Götze und Christian Pulisic. Und im Sturm natürlich Maximilian Philipp als Mittelstürmer. Und das Ganze ist ein 4-1-4-1 System. Das ist die gleiche Aufstellung wie aus dem Heimspiel schon gegen Leverkusen. Hat in Bremen jetzt, sag ich mal, semi-optimal funktioniert. Aber wir können es ja sehen, aktuell sind wir zum Glück auf Platz 3 geblieben. Ja, hier haben wir dann noch schnell die Aufstellung von Mainz aus ihrem Heimspiel gegen Leipzig. Und es ist ebenfalls ein 4-1-4-1-System. Also ich bin mal gespannt, wie das werden wird. Die Mainzer sind echt nicht zu unterschätzen. Aber wenn man jetzt auf die aktuelle Saison schaut, das Hinspiel haben wir ja mit 2:0 für uns entschieden. Ich bin mal gespannt, wie es heute ausgeht, denn der letzte Sieg für Mainz gegen Dortmund liegt schon etwas sehr weit zurück. Das ist der 20.09.2014 gewesen, da haben wir mit 2:0 verloren. Bin mal echt gespannt, wie es wird. Punkte brauchen auf jeden Fall beide, obwohl die Mainzers eigentlich echt dringend nötiger haben, um drinnen zu bleiben. Aber wir werden natürlich sehen, wie es ausgeht. Um die internationalen Plätze ist es auf jeden Fall auch sehr eng. Aber jetzt schauen wir natürlich hier auf das Spiel. Und wir hoffen natürlich, dass unser BVB sich hier durchsetzen kann. Aber der Bessere gewinnt und wir wissen, unsere Jungs haben nicht so eine optimale Saison gespielt. Viele Schwankungen drin. Aber sie kämpfen zum Glück jetzt noch. Jetzt Mario Götze. Ah, kann er sich da durchsetzen? Nein. Ah, Marco Reus. Ah, Rückpass auf Jadon Sancho, der auf Julian Weigel. Und nochmal Reus. Auf Götze. Ah, lässt den ersten aussteigen. Rückpass auf Julian Weigel, der wieder auf Mario Götze. Aber da verspringt der Ball leider Mario. Schade. Und die Mainzer, man sieht es hier, setzen auch direkt nach Öztunali auf Muto. Und kommt der da durch? Jetzt Öztunali, De Blasi. Und der zieht mal ab. Und da muss sich echt Roman wirklich ganz schön lang machen. Und Götze, der kann sich da den Ball erlaufen. Sehr schön. Und Lukas Piszczek jetzt auf Christian Pulisic, der über die rechte Seite sich versucht durchzusetzen. Ah, schafft er es da gegen Baku? Nein, Götze jetzt wieder am Ball. Maximilian Philipp am Ball. Und der Ball rüber auf Christian Pulisic. Und der Pass auf Reus, der zieht mal ab. Und da ist in der 9. Minute direkt das 1:0. Wie schon im Spiel gegen Bremen. Marco Reus macht hier das 1:0. Da war aber auch viel Gewusel im 16er gewesen. Das war natürlich sehr schwer aus der kurzen Distanz hier für Adler. Ja, da kam Marco Reus echt verdeckt noch hinter der 42er vor. Und das war dann sehr schwer für Adler da zu parieren. Der ging direkt oben links rein. Sehr schön, dass unser BVB hier schon so früh in Führung gehen kann. Aber wir kennen es aus den letzten beiden Spielen. Na, wir haben auch vier Gegentore kassiert und die Mainzer haben auch in den letzten zwei Spielen gezeigt, was sie können. Bin auf jeden Fall mal jetzt auf die Antwort gespannt.
Aber da verlieren sie erstmal den Ball. Aber sie stehen auch sehr hoch hier. Der BVB noch etwas mehr zurückgezogen. Und Maximilian Philipp kann sich da nicht durchsetzen. Marco Reus wechselt jetzt den Flügel. Ah, Christian läuft, aber das sieht er leider nicht. Hey, da kommt der Pass auf Julian Weigel. Und der BVB setzt sich gut hier fest, aber auch gleich direkt drei Abwehrspieler von Mainz davor. Und jetzt sind sie durch. Ach, aber da der Fehlpass von Christian. Jetzt die Mainzer wieder im Ballbesitz. Muto kann sich da nicht gegen Mario Götze durchsetzen. Und der lange Pass auf Maximilian Philipp. Nochmal wieder zurück. Schade, da hätte Maximilian Philipp vielleicht doch mal direkt drauf gehen sollen. Und jetzt wieder Marco Reus, aber verliert den Ball dort. Und die Mainzer auch den Ball hier sehr lang nach vorne. Aber der BVB bleibt im Ballbesitz. Sehr schön, hier wird richtig schön gekämpft. Jadon Sancho, den muss man ja auch hervorheben. Der spielt ja auch wirklich jetzt die letzten Spiele sehr gut. Auch Akanji, der hat sich da wirklich auch gemacht in den letzten Spielen. Und das Mario Götze zieht ab und wieder Alu-Pech. Und da setzt er auch noch den Ball daneben. Schade. Das sah fast so aus, als ob die 25 den Ball da ein bisschen abgefälscht hätte. Aber naja, der Ball war so oder so daneben gesetzt. Und man muss auch hier nochmal betonen bei Mainz, also René Adler hat auch an den letzten Ergebnissen ganz schön viel sein Zutun wirklich damit zu tun, dass Mainz so gut gespielt hat. Hat wirklich viele Sachen klasse pariert. Und da haben wir eine Abseitsposition von Maximilian Philipp. Okay, das ist natürlich wirklich Abseits, aber wirklich eine geile Kameraposition. Schräg von hinten gezeigt, anstatt wirklich direkt von der Seite. Also, vielleicht kann es ja das sein, deswegen der Videoassistent nicht immer dieses Abseits richtig erkennt, weil wenn du diese Perspektive von hinten hast, kann man auf keinen Fall das Abseits erkennen. Jetzt Öztunali, Akanji fälscht den Ball da ab und Ecke dann. Hier haben wir Mario Götze, da gibt es garantiert eine Wiederholung von seinem Alu-Schuss. Ja. Und der hat auch schön viel Erfolg gehabt. Adler ist da dran vorbeigeflogen. Aber schade, leider war der etwas zu hoch gewesen. Und Mainz jetzt auch hier mit komplett allen vorne im 16er und Kopfball. Aber Roman Bürki hält das Ding da ohne Probleme. Das war ein bisschen leichtsinnig von Akanji. Jetzt Sancho verliert den Ball, aber Akanji setzt da sehr gut nach. Und die Fans beschweren sich, da war ein Foul, aber Schiri sagt anscheinend noch alles in Ordnung. Jetzt Weigel gegen Öztunali. Er kann sich da aber nicht durchsetzen und Papa passt auf. Und das war aber auch sehr gefährlich gerade hier. Sehr mutig. Und Maximilian Philipp wieder auf Reus. Der jetzt versucht, über die linke Seite zu gehen. Ah ja, dann Sancho. Wartet da noch die Flanke. Aber die ist so ungenau. Und geht ins Aus. Und kriegen wir hier den Eckball. Ja, es gibt die Ecke. Und Marco wird sie reinbringen. Ach schade, die war zu schwach geschlagen. Und kommt Weigel da noch ran. Ja, kann sich da gegen Muto gut durchsetzen. Aber holt leider nicht den Einwurf raus. Baku jetzt. Ja, Fehler, aber kann hier noch im Ballbesitz bleiben. De Blasi. Und der kann sich da auch noch gegen Lukas Piszczek durchsetzen. Gambin. Jetzt auf Baku. Aber sehr schön da. Götze setzt direkt nach. Jetzt wieder Maximilian Philipp. Der hat De Jong und Gambin um sich rum, aber wechselt jetzt. Nein, stopp noch einmal. Da ist Reus. Und, ach schade, da wird der Schuss geblockt. Ah, die Mainzer stehen hier gut defensiv, aber auch offensiv nach vorn arbeiten sie wirklich gut. Und da ist Muto.
auf Öztunali. Ah, wartet nochmal. Gambim war gut, der ist da und zieht ab. Und da rettet das Alu den BVB vor dem Ausgleich. Sehr gut von den Mainzern hier rausgespielt. Und Pech für unseren BVB so gesehen. Und jetzt Reus über rechts. Ah, kann er sich dagegen Boronski und Baku durchsetzen? Nein. Und jetzt Pritschen. Ah, immer schön hin und her hier. Und wieder drei Leute auf einen direkt. Also die stehen sehr defensiv hier. Und da kommt Philipp durch. Weigel. Ah, schade, nicht durchgekommen. Aber es gibt den Einwurf. Ah, die Mainzer machen das auch wirklich gut hier. Die halten wirklich sehr dicht. Jetzt 2 auf 1 hier. Und nochmal Julian Weigel. Der passt auf Philipp. Ah, schade, der wird abgefälscht und da gibt es die Ecke. Ja, hier nochmal der Schuss. Birki knapp dran und da rettet echt das Alu. Glück gehabt. Aber wäre auch verdient gewesen für Mainz, wenn er drin gewesen wäre. Und Adler hier mit dem langen Abstoß. Verliert aber den Ball. Jetzt Reus. Weigel. Maximilian Philipp. Und da oben läuft Jadon Sancho rein. Der zieht mal ab. Und da ist das 2:0 in der Nachspielzeit in der ersten Hälfte noch. Die haben schon wieder nicht Jadon Sancho auf dem Schirm gehabt. Der hat schon in den letzten Spielen so geile Tore dadurch gemacht. Sehr schön. Der Junge ist wirklich on fire. Jetzt hat er es ja dann immerhin geschafft. Er hat auf die Süd sein Tor gemacht und jetzt auch auf die Nordtribüne. Das ist doch immer schön, vor allem für seinen jungen Spieler. Und da haben wir auch den Halbzeitpfiff. Ja, mit 2:0 gehe ich erstmal in die Halbzeitpause. Ja, und pünktlich mit den Anpfiff bin ich natürlich wieder zurück. Jetzt geht's für unsere Jungs auf die Süd. Und Quitschen, ach, der kann sich da nicht durchsetzen, verliert den Ball. Muto. Ah, der haut den Ball mal gut weit nach vorne auf Öztunali, aber Akanji ist da. Stört da wirklich entscheidend. Oh, Strippenzieher, wir sehen es hier. Christian ist auf jeden Fall heute der Strippenzieher hier, sehr schön. Und der Eckball jetzt für die Mainzer. Öztunali wird den reinbringen. Der kommt auch gut rein, aber da wurde er auch gut abgewehrt. Aber die Mainzer bleiben erstmal mit De Jong und Öztunali hier im Ballbesitz. Und da haben wir wieder eine Abseitsposition von Öztunali. Ist aber eine knappe Entscheidung. Und Marco kommt da sehr gut im Ballbesitz. Da oben läuft Christian, aber na, Marco legt nochmal rüber auf Jadon Sancho. Kann er sich durchsetzen, zieht mal ab, aber der geht leider drüber. Und ihr seht's. Emotional selbst hier im Spiel ärgert sich, dass er nicht trifft. Ah, da hat er echt ein bisschen zu viel Effekt mit reingegeben. Und Maximilian Philipp sagt hier nochmal top. Ziemlich kurzer Abstoß hier von Adler. Aber De Jong kommt da zum Glück an den Ball. Muto. Und das Öztunali durch. Akanji kann der stören. Nein, der Ball kommt flach. Aber sehr schön. Da hat sich Papa dazwischen geschmissen. Aber die Mainzer bleiben dran. Und das war jetzt wirklich
zu ungestüm. Ja, hier, Jadon Schanzer, da kriegen wir bestimmt die Wiederholung. Ach, schade, nicht vom Tor, leider von dem, der darüber ging. Und Roman Bückel lässt sich hier Zeit mit einem Abstoß. Nuri Sahin. Na, klappt das hier? Na, sehr schön, da kommt Reus ran und Adler macht sich da auch lang. Und direkt wieder der Abstoß. Ah, sehr gut von Jule da durchgesetzt. Und kann Maximilian... Nein, er kann sich den Ball da leider nicht erlaufen. Und De Blasi, ach, der kommt da auch nicht ran. Reus nimmt diesen Ball dankend an. Aber jetzt der Fehler, Maxim hat da gut nachgesetzt. Der Lupfer auf Mutto. Aber da haben wir auch wieder eine Abseitsposition. Ah, die war auch knapp gewesen. Weil es auch wieder so ein blöder Blickwinkel ist. Von der Seite wäre es viel besser. Und Papa hier mit dem langen Abstoß nach vorne. Und wir bleiben auch im Ballbesitz. Nuri. Wechselt jetzt rüber auf Jadon Schanzer. Ah, der wartet noch. Setzt sich. Ah, schade, Fehler jetzt. Da hat er zu lange gewartet. Aber sehr gut von Maximilian Philipp hier durchgesetzt. Und holt den Einwurf von uns raus. Und auch der nächste Wechsel. Marco geht runter und Kagawa Chinji kommt nach langer Zeit endlich wieder auf den Platz. Akanji jetzt auf Nuri, der auf Maximilian Philipp, das Christian Pulisic, aber Adler, der hat hier wirklich sehr gut geklärt. Der rettet hier Mainz vor dem 3:0 und auch wieder Einwurf für den BVB. Nuri auf Maximilian Philipp, war der nochmal zurück, Lukas Piszczek, jetzt auf Christian Pulisic und der kann sich dann nicht durchsetzen, schade. Boronski haut den Ball jetzt weit nach vorne. Und da kann sich Mutlu leider nicht durchsetzen gegen Ömer Toprak. Ah, Nuri. Ah, der Fehler, schade. Das bringt jetzt die Mainzer wieder in Front. Aber sehr schön, die Abwehr steht diesmal wirklich hier stabiler als sonst. Und wieder der Fehler. Aber Chinji auch jetzt mit dem Fehler. Aber zum Glück, wir bleiben im Ballbesitz. Diesmal richtig viel Glück hier. Und Jule kommt da jetzt ran. Aber das wird leider nichts, schade. Und die Mainzer jetzt hier mit dem Konter. Ah, können sich da auch noch weiter gut durchsetzen, bleiben hier im Ballbesitz. Mutlu jetzt auf De Blasi. Und aber der Fehler direkt in die Beine von Akanji. Und jetzt kontert der BVB hier. Ah ja, dann stoppt nochmal ab. Jetzt wieder Maximilian Philipp auf Jule Weigel. Ah, der Pass gut gedacht, aber leider schlecht ausgeführt. Und Adler haut auch nur noch den Ball jetzt nach vorne raus. Ah, schade, da kam Maximilian Philipp nicht so schnell ran. Ah, die Mainzer, die geben hier wirklich nicht auf. Sie beißen und kämpfen. Das ist schön zu sehen. Aber jetzt verlieren sie auch wieder den Ball. Nuri auf Chanzo. Maximilian. Schönes Kombinationsfußballspiel hier. Und jetzt Christian Pulisic da oben. Zieht ab. Aber Adler hält das Ding souverän fest. 10 Minuten haben die Mainzer hier noch. Plus die Nachspielzeit. Und jetzt der lange Ball nach vorne auf De Blasi. Kann sich da auch gegen Lukas Piszczek durchsetzen. Aber das war wohl anscheinend unfair. Da gibt es Ecke oder Freistoß jetzt. Und der nächste Wechsel. Christian Pulisic geht runter und andere Schüler neu dafür auf dem Platz. Ja, es gibt den Freistoß, also war da Lukas nicht ganz fair gewesen. Und knapp hier abgewehrt und Blücki geht auch nicht ran. Das heißt, es gibt nochmal Eckball. Und auch bei den Mainzern wird gewechselt. De Jong geht runter und den Namen habe ich jetzt gerade nicht gesehen.
werden wir ja gleich nochmal da oben sehen. Jaro oder Jairo ist neu auf dem Platz. Und jetzt der BVB hier. Ah, nochmal Rückpass. Jadon Chanzo, Pitchcheck. Nochmal Jadon, Kagawa. Sie kombinieren wieder. Und die Mainzer stehen jetzt auch gerade ein bisschen unsortiert. Nuri. Jetzt wieder Jadon Chanzo. Ah, setzt nochmal zurück. Und da leider die Unstimmigkeit, jetzt der Einwurf dadurch für Mainz. Und wieder der Fehler. Da hat Nuri sehr schön nachgesetzt. Maximilian Philipp. Ach, kann er da im Ballbesitz bleiben? Nein. Mutor jetzt gegen Şahin und bleibt auch im Ballbesitz. Maxim. Langer Ball nach vorne auf De Blasi, aber diesmal kommt da Lukas Piszczek ran. Und noch 3 Minuten gibt es obendrauf. Ah, die Fans, die jubeln hier. Feuer nochmal an. Maximilian Philipp. Ah, der wird da gelegt. Ah, bleibt liegen. Ah, steht doch wieder auf. Anscheinend war es wohl doch fair gewesen. Ja, und da haben wir auch den Schlusspfiff. Ja, der BVB kann sich hier am letzten Spieltag mit 2:0 durchsetzen. Ich bin gespannt, wie es jetzt wird am 5.5. Da haben wir ja das Spiel um 15:30 Uhr. Alle Spiele laufen ja parallel um 15:30 Uhr. Ich bin gespannt, wie es wird. Ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben wieder da. Kritik und Anregungen natürlich unten in die Kommentare rein. Und immer für die neuesten News auf Facebook und Twitter vorbeischauen. Und dann hören wir uns am 12.05. zum letzten Orakel der Saison 2017-2018 wieder. Ich sag ciao, euer Zwergenhammer.